Hallo und herzlich willkommen zurück. Fallenfrei. Bin ich so. Moin, Benni. Hallo. Sag mal, was schon wird. Weiß ich nicht. Ein nettes Spiel. Wie heißt denn das? Was denn? Rennen viel mit anderen? Vielleicht. Hey, tu mir mal einen Gefallen. Lass das laute Klicken deiner Maus weg. Immer noch viel zu laut. Na und? Okay. Oh Gott. Wie in alten Zeiten. Hallo. Hallo. Des. Was machst du? Behind. Hallo. Nein. So hört sich die Geisterbox an. Ohne Witz, ich habe damit schon Spieler in die Irre getrieben. Da waren wir in Highschool, Alter. Und die dachten, das ist echt. Hallo, hier ist der Horrorclown. Auf geht's. Ja, mal sehen. Dr. Klaus. Du kleiner Ho. Okay, mach mal Start. Was? Ja. Was? Ja. Mal gucken. Hört sich lustig an, die Stimme, ne? Oh. Oh. Oh Mann. So ein Scheiß. Ja, so ist das. Scheiß Geister. Was? Jetzt werde ich aber böse. Ah, Moment. Na, wenn das mal nicht eine lange Latte ist. Ja. Meine Zombieherde kommt. Ich sag's dir. So. Dann haben wir erstmal. Reicht aber auch jetzt. Genau. Moin. So, ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Erstmal dafür Applaus. Ha 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 ha.
Kann ich mal spielen oder was? Phasmophobia. Du. Genau. Hallo. Na, du Kleiner. Mir ist aber eine Sache aufgefallen. Und deinen Leuten bestimmt auch im Stream. Oder auf YouTube. Du hast ein Ruckeln in der Stimme. Also irgendwie stimmt was mit deinem Mikrofon nicht, das knackst du ein bisschen komisch. Das hört sich ein bisschen robotermäßig an. Ist aber noch nicht so schlimm. Okay, dann nehme ich. Ach, ich nehme das eben erst von. Ach, das erkläre ich jetzt nicht nochmal im Wohnen. Ach, echt nicht. Nein. Guck mal hier, welche Art von Geist. Auf geht's, komm. Junge. Ich kann doch nicht einfach so losgehen. Nimm dir eine Taschenlampe, du Arsch. Ja. Die Taschenlampe hier dann in den Arsch. Genau. Hey, willkommen bei der. Hörst du mich? Willkommen bei den Geister. Ach, der Geister auch. Ja, Hand und Hand. So, wo bist du denn jetzt? Am Haus. So, ich nehme mal eine Kamera. Ich habe eine hier. Ja. Deine Mutter, du Ruhe. Aber deine Mutter, ne? Deine Mutter. Mein ich hab doch keine Angst, dass du so Spaß. Also, ich hab doch keine Angst, dass du so Spaß. Ach, komm. So, ich bin nochmal hübsch. Aber das braucht. Hat die Tür aufgemacht. Yes. Oh, ich hab Steps hier. Bist du hier? Alter, ich hab Steps. Der ist hier im Flur, glaube ich. Hola, Baluma, Blanca. Oh, Blanca, oh, Sky. Ich vermute mal, dass er hier ist irgendwo. Aber hier ist 5. Hier war eine 5. Ja,
Schöner Blumen ist geil. Mach mal. Oh, der bewegt sich, Digga. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bist du hier? Oma, wo bist du? Oma. Also wir hatten schon EMF5, ne, nur zur Info. Das ist schon ein Beweis. Oma. Und Gefriertemperaturen. Ich hab Nebel hier. Ich glaube, ich hole mal ein Thermometer. Boah. Oma, bist du da? Also ein Beweis haben wir immerhin. Da. Ich guck mal kurz, was hier abkommt. Oh mein. Waschbecken muss voll laufen mit Schmutzwasser. Räucherstäbchen. Bist du hier? Wow. Hey, Räucherstäbchen. Die Aufgabe Oh, Minus gerade. Oh. Hier im Schrank. Ja. Also, wieso? Okay, zweiter Beweis. Komm, ich tue, wenn du da im Schrank auftauchst, Leute. Hier, Minus. Minus. Wo ist denn dieses Minus? Mach mal deine Stimme wieder normal, das knackst du. Hier ist minus. Minus 8, minus 11. Der ist safe hier. Bist du hier? Okay, ich brauche das Buch. Achso, warte. Boah, Digga, Alter, ich habe Schritte gehört, ganz viele. Alter. Bist du hier? Kann sein, wenn du das brauchst, bist du tot. Ich vermute im Schrank. Deswegen habe ich den Schrank mitgeräuchert. Ich guck mal nach oben. So, verstanden. Musst du das Licht auslassen? Ich hole dir eine Nacht. Hey, da kommt schon. Was machst du? Bis jetzt sehe ich noch keinen Obst. Ich baue eine zweite Kamera auf uns. Jetzt irgendwo hier. Okay. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Okay. Entweder ist er in dem Raum links hier rein. Bist du hier? Licht ist aus. Ah.
machst du denn? Geht immer wieder rein, ey, das war nicht gut. Also entweder entweder Fingerabdrücke haben wir noch, das Buch oder die Geisterbox geht noch an. Deswegen, du musst die Geisterbox nicht unbedingt in der Hand halten, du kannst sie auf den Boden schmeißen, den du ihm hilfst. Ich leg ihn Grozehen. Ich hab ihn Grozehen gelegt, ne? Ja. Lass das da liegen. Vor dem Schrank, falls er da rauskommt. Ja, okay. Das hält ihn auf. Na, kann man doch. Fingerabdrücke hier. Hast du eine Kamera? Nein. Nee, ne? Okay, Leute. Geh mal in den Raum. Ja, ich komme mit. Ich muss das nämlich anleuchten. Du musst das Foto machen. Ich habe einen Bewegungsmelder geholt. So, die dritte Fingerabdrücke hatten wir. Das ist ein Banshee. Oha. Was? Kann ich aufnehmen. Ja, weil du schon drei Sachen in der Hand hast, wahrscheinlich. Du musst was wegschmeißen. Die Taschenlampe nicht wegschmeißen, die musst du immer behalten. Ja, das hau weg. Und das auch. Kannst alles hier lassen schon, haben wir ja alles schon gemacht. Kannst einfach G drücken. G, nicht E. Gustav. Und das auch. Und wir hatten Bewegungssensor auslöse. Foto vom Geist, wow. Wir machen jetzt erstmal Fotos von den Fingerabdrücken. Ich leuchte die Tür an und du machst das Foto von der Tür dann, ja? Wenn du sagst, okay, du siehst es. Komm her. Pass auf. Hier. Siehst du es? Rechtsklick. Danke. Ach. Weg mit dem Scheiß, will ich nicht haben. Moin, hallo. Was denn? Nochmal, Oh, ich verstehe dich gerade gar nicht. Du bist so total robotermäßig. Mach nochmal bitte das schwarze Licht an. Weiß nicht aus. Hier. Ja. Ja, dann. Die Hand hat sich gerade verändert, hast du es gesehen? Richtig cool. Das war erst eine andere Hand, die du bevor du fotografiert hast, war es eine andere Hand.
schwöre dir, der ist safe im Schrank. Die Tür zu, du Affe. Ich schwöre dir, der ist... Warte, wir müssen noch was holen. Oh, raus, raus, raus. Ich habe ihn kurz gehört. Der war ganz nah. Ja, die Tür hinter dir. Oh. Nicht reingehen. Nicht reingehen. Das bubert so, weißt du? Mach mal deinen Weißlicht aus. Was kann immer noch schwarz? Will ich gerade nicht. Ich habe erstmal Sensor angelegt. Der handelt was, der handelt was. Warten wir. Der ist auf der Jagd. Guck, das ist die Idee. Die hintere Lichtschranke ist ausgelöst worden, die bei dir vorne noch nicht. Daniel Garcia heißt er. Guck, die Aktivitäten. Ja, eins. Also, recht ruhig. Warte. Bevor wir was machen, Fluchtweg. Wir gehen beide in diesen Schrank rein oder so. Oder hier rein. Wir müssen nach einem Waschbecken suchen, das Schmutzwasser drin hat. Ne? Glaub mir, ich habe eine Kamera dabei, wenn er kommt. Sofort raus. Du kannst hier aus der Haus, du hast, kommst aus der Haustür nicht mehr raus, wenn er handeln will. Das ist ja das, die Tür fällt dann zu, Mann. Das ist ja das, deswegen hier in den Raum rein oder so. Einfach in den Traumraum zu und warten. Okay. Ich weiß, dass das Gefühl kacke ist. Sperr dich einfach in den Raum, mach die Tür aber zu, so dass du den Sound der Tür hörst, ne? Ja. Dann passiert schon nichts. Du musst nur schnell sein. Wie gesagt, er wird hier wahrscheinlich genau da, wo du stehst, wird er wahrscheinlich irgendwas bohren. Deswegen liegt ja das Kreuz da vor dem Schrank. Damit der, wenn er da reinläuft, erstmal aufgehalten wird, weil dann wird der Hand abgebrochen. So soll es zumindest sein. Ja, aber ich will noch nicht sagen, ich will erstmal da dem Waschbecken kurz gucken, weil es kann sein, dass es schon vollgelaufen ist. Weil das ist nicht, das ist Geld wert. Ja, okay, ist alles gut. Halt, Moment, warte mal, es ist kein Waschbecken. Halt, Moment, die Luft, mein Atem kondensiert. Ja, ja, das ist normal an der Stelle. Nein. Aber nicht groß. Aber nicht großflächig. Doch, der ganze Raum wird. Okay. Ich sag ja, das hat ein extremes Gefühl dann irgendwie. Weil wenn ich ihn trigger, dann will ich nämlich so sein, dass ich dann auch direkt in das Zimmer verschwinden kann, um mich zu verstecken. Ich muss nämlich einen Moment draußen stehen, wenn er kommt, um ihn fotografieren zu können. Okay. Da muss ich halt wissen, in welchen Bereichen der so auftaucht. Ich werde wahrscheinlich hier das Ding da vermiegen. Warte mal, ich mach das mal hier noch hin. Okay, ja. Hast du ihn gesehen? Nee, ja. Du musst ein Foto versuchen, ne? Okay, komm mal hierher. Die Mann ist mit 17. Komm mal hierher, komm hierher. Ja.
Er wird wahrscheinlich von geradeaus hier kommen. So, wie es auf. Stell dich schon mal hier an die Tür, so dass du aber noch hier durchgucken kannst. Und wenn der dann kommt, dann verschwinde ich hier in den Raum und gehe hinten zum Bett. Weil du musst dich schnell vereinigen. Oder geh ins Badezimmer, das ist noch besser. Auch hier ist ein Knochen sogar. Guck mal. Leute, den habe ich übersehen. Leute, da ist hier so ein Knochen. Gut. Weil du gehst ins Badezimmer und ich komme dann auch dazu. Wir gehen in den gleichen Raum rein. Das ist normal. Wir gehen in den gleichen Raum rein. Wir sperren uns beide im Badezimmer. Der letzte macht die Tür zu. Im wahrsten Sinne. Es ist wirklich so. Egal wer zuerst reingeht, der wartet. Ach, der ist hier. Scheiße. Hab ihn. Ich geh raus. Weg. Ich kann nicht. Nein. Komm. Alles gut, du lebst noch, ne? Ja. Komm raus. Ich hab das Foto gemacht. Du kannst rauskommen. Es ist kein Hunting-Fass. Okay. Ich hab das Foto gemacht und ziemlich gut sogar. Oh, Alter. Deswegen sag ich ja, deswegen einsperren. Jetzt weißt du, was ich meine. Ja. In dem Moment ist es noch nicht so schlimm. Man erschreckt mich nur. Guck mal, warte mal. Guck mal auf die Kamera. Nur gucken. Ja, siehst du das Bild? Ja, geil. Dreckiges Waschbecken findet man nie, Alter. Ich habe ihn alle durchgeguckt, ich habe nichts gefunden. Ja, also Banshee ist es, ne? Du hast Banshee eingetragen? Weiße EMF, Gefriertemperatur und Fingerabdrücke. Und ich glaube, es lag auch an dem Kruzifix. Ich glaube, er ist drüber gelaufen. Da wollte er hinten anfangen, als du so weggelaufen bist. Und ich glaube, der ist über das Kruzi gelaufen und dann war er vorbei. Dann war er wieder weg. Ich glaube, das Kruzi hat dir dann das Genick gerettet, ey. Deswegen habe ich die so positioniert. Angeblich kann man die schmeißen oder in Hand halten, so beides gleich wirken. Ja, alles. Was? Hast du alles eingegeben? EMF5 kannst du auch. EMF5 auch. Und dann hast du Banshee raus. Ja, und dann können wir zumachen. Das war's schon. Weil das Waschbecken, da habe ich keinen Bock mehr drauf zu warten. Weil das bringt nur $10 oder so. Das ist nichts. Aber wir haben das Bild gemacht, Alter. Geil. Hätte ich nicht gedacht. $60, na gut, war leicht, ne? Aber macht nichts. Alles klar, Freunde. Hat geklappt diesmal. Wir sehen uns. Ja. Auf jeden Fall. Für den ersten Mal bis zum Fußball. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Leute, wir sehen uns, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns, wenn ihr wieder. Bis dann. Alter.